Ich bin da ganz stolz, dass ich zu so einer Berufsgruppe dazugehöre, die eher ein bisschen exotisch ist. Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Wir generieren Kindheitserinnerungen. Man lernt ganz, ganz viele Leute kennen. Man ist ja nicht bloß einfach Aufsichtskraft, sondern man ist im Leben von den Badegästen. In manchen Firmen, ich sage jetzt einfach Industrie, da bist du nur eine Nummer. Bist Nummer 19, bist Nummer 20, Nummer 1, wirst wahrscheinlich nicht sein, weil das jetzt ganz oben. Und du bist einfach nur eine Nummer. Und hier bist du halt, ich bin der Manuel. Das ist der Robby. Das ist der Alex. Du bist jemand. Das ist Lebensgefühl, das ist Lebensqualität, was wir hier bieten. Wenn ich zwischen 3000 Badegästen stehe, dann fühle ich mich wohl. Ich glaube, das ist ja für ganz viele Lebensinhalt. Also gerade die Jugendlichen, die Turmspringer, die kommen jeden Tag bei Wind und Wetter. Das ist ein Lebensmittelpunkt während dem Sommer, glaube ich. Die sind nirgends anders. Schwimmbäder sind für die Gesellschaft wichtig, weil wir sonst eine Nichtschwimmergesellschaft werden. Viele sehen uns so ein bisschen als die Hausmeister im Schwimmbad, die stehen halt da in der Sonne rum und verderben den Kindern den Spaß. Ein Fachangestellter ist viel mehr hinter die Kulissen. Der sorgt nicht bloß für einen reibungslosen Badebetrieb vor den Kulissen, sondern auch hinter Kulissen. Dieser Beruf unterscheidet sich von anderen, weil ich hier nicht nur einen Beruf ausübe, sondern ganz viele verschiedene Berufe ausüben kann. Bademeister sein heißt, viel Zeit reinstecken, aber auch dafür viel von den Badegästen zurückzubekommen. Das ist das Lifestyle.